Der Sturm der österreichischen Reserven wird zum Wendepunkt der Schlacht. Jetzt können die Preußen ihren Trumpf ausspielen. Das preußische Zündnadelgewehr, der erste gut funktionierende Hinterlader. Bei ihm wird die Munition von hinten eingeladen. Wird der Abzugshahn betätigt, durchbohrt eine Zündnadel die Patrone und entflammt das Zündmittel, die das Geschoss nach vorne treibt. Ein tödlicher Vorteil gegenüber den mit Vorderladern bewaffneten Österreichern. Die Preußen können schneller und im Liegen nachladen. Der Soldat bleibt dabei in Deckung. Im Schnellfeuer der preußischen Zündnadelgewehre bricht der österreichische Gegenangriff zusammen. In knapp einer halben Stunde sterben Tausende. Ihr Tod entscheidet die Schlacht. Nur knapp entgeht die Armee Österreichs und seiner Verbündeten der völligen Vernichtung. Am Ende des Tages sind rund 15.000 Österreicher tot oder vermisst. Die Preußen verlieren nur rund 2.000 Mann.